Gestern in Phuket. Das bis vor 14 Tagen in den Prospekten der Reiseveranstalter als tropisches Glücksversprechen aufgelistet war. Ein touristischer Garten Eden. Preiswert obendrein. Thailand für alle. Dann bebte das Meer. Die Welle nahte und mit ihr die Vertreibung aus dem Paradies. Ein globales Grauen, das Asiaten ebenso ereilte wie europäische Urlauber. Das Geschehen war an finsterer Dramaturgie kaum zu übertreffen. Das Wasser kam an Weihnachten. Die neutestamentliche Hoffnung, die Geschichte von Christi Geburt, wurde erschüttert von den apokalyptischen Schreckbildern des Alten Testaments. So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, heißt es in Luthers Beschreibung der Sintflut. Ein nachdenklicher Christ, ranghoher katholischer Würdenträger, sucht nach einer Erklärung. Der Mainzer Kardinal Karl Lehmann. Ich persönlich, als Theologe, als Glaubender, ich kann eigentlich nur sagen, so wie ich auf das Kreuz Jesu schaue, das nicht erklärbar ist, der einzige Rechte, erleidet dieses furchtbare Schicksal. Das kann ich auch nicht erklären. Soweit muss ich eben auch sagen, gibt es Dinge, die sind absolut unverständlich, die sind nicht erklärlich. Es ist ja viel leichter, wenn ein Krimineller so etwas macht. Es ist viel leichter, wenn man sagen kann, das geht auf ökologische Sünden der Menschen zurück. Ne? Aber hier ist, wo das aus der Tiefe des Ozeans aufbricht, uns überfällt, ist die Rätselhaftigkeit viel größer. Tote sind zu beklagen. Doch das sind nicht die einzigen Abschiede, die nach diesem 26. Dezember zu nehmen sein werden. Die Bilder der Flut, emblematische Fotografien, werden haften bleiben in unserer Erinnerung, wie die Aufnahmen von den Düsenflugzeugen des 11. September. Hier werden Urängste berührt. Die Natur ist kein Schutzraum mehr. Mutter Erde versagt ihre Dienste. Sie behütet nicht mehr. Sie bebt. Sie reißt uns ins Elend. Sie wird zur Chiffre des Todes. Auf die können wir fortan nicht mehr bauen. Der Schock dieser Katastrophe war umso größer, weil die Bedingungen des Landes, in dem sie stattgefunden hat, weitgehend paradiesisch sind. Also sie entsprechen zumindest unserer Vorstellung des Paradieses am besten. Das ist das blaue Meer, das ist der Sandstrand, das sind die Palmen, es ist die ruhige Luft, es ist der blaue Himmel. Und ausgerechnet in dieser Situation nun taucht nicht das Böse auf, aber diese paradiesische Idylle wird zerstört. Die Natur, die ja auch die Schönheit hergestellt hat, zeigt nun plötzlich ihre andere Seite. Unzählige Leben ausgelöscht, das Vertrauen in die Natur, in die Güte der Schöpfung aufgebraucht. Die Insel der Glückseligkeit ist versunken. Auch wenn die Aufräumarbeiten einmal beendet sein werden, Phuket wird sich nicht mehr so leicht als Paradies vermarkten lassen. Phuket ist nun ein Ort mit bösem Namen, gezeichnet vom Stigma der Erinnerung. Die Anstrengungen, wieder Normalität einkehren zu lassen, als sei nichts geschehen, wirken deplatziert und peinlich. Die Szenerie ist gespenstisch. Wer nicht tot ist, ist abgereist oder hat seine Reise storniert. Und doch, es gibt sie, die Urlauber, die eisern durchhalten, die sich auf ihre Art durch Schönreden und Wegsehen den Folgen des Schocks zu entziehen suchen. Warm, schön Wetter. Schwimmen kann man jetzt wieder gehen und die nächsten Tage kann man bestimmt wieder irgendwelche Ausflüge machen. Zum Schnorcheln oder zum Tauchen. Wir haben den Urlaub gebucht, wir sind hier. Es ist schön hier. Sind auch rumgekommen ein bisschen. Ich helfe denen insofern, dass ich bei denen bin, ja? Dass ich sie nicht merken lasse, hey, ihr seid in so einer Katastrophe, macht euch noch trübseliger, wie ihr eh schon seid, sondern Kopf hoch, los, macht, hab meinen Spaß mit denen, ja? Und dann ist es gut. Ja, bei dem Entgegenkommen von den Leuten und so wie wir überall aufgenommen werden, die ganzen Dienstleistungen von den Leuten, die ganzen Gefälligkeiten und alles. Überall hat uns jemand geholfen, hat uns weitergebracht, zum Teil dadurch auch Geld gespart. Es ist fantastisch, ich finde es wirklich fantastisch. Einfach fantastisch, sagt der Mann, der dabei war. Dabei wie letztlich wir alle.
Täglich tauchen neue wackelige Amateurvideos auf. Zu erkennen ist oft wenig. Aber sie vermitteln gerade deshalb die Aura des authentischen Schreckens. Man stelle sich vor, es gäbe keine Bilder, sondern nur schriftliche Zeugnisse von der Welle, der Vernichtung, die sie hinterließ. Ob es dann Sondersendungen gäbe, Spendengalas, ein Nachdenken über Gott selbst in der Bildzeitung? Die allgegenwärtige Betroffenheit mag bisweilen auch Ausdruck von Hilflosigkeit sein. Und doch. Ich werde da auch oft nachgefragt, wie kann Gott das zulassen? Ist das eine Strafe Gottes? Nun müssen wir sagen, biblisch gesehen ist sie das nicht. Denn am Ende der biblischen Sintflut steht Gottes Zusage, solange die Erde steht, wird nicht vergehen. Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Also Gott will Leben erhalten. Aber ich denke schon, diese Sintflut wird von vielen auch als Mahnung empfunden. So können wir nicht weiterleben in dieser Diskrepanz zwischen Reich und Arm in dieser Welt. Und die ganze Frage, was bedeutet eigentlich der Tourismus der Reichen in diese armen Länder, glaube ich, ist für viele auch sehr in den Vordergrund gekommen, dass eine neue Nachdenklichkeit entstanden. Niemand sollte in dieser Katastrophe nach Positivem suchen. Das wird sich nicht finden. Aber nachdenken ließe sich in der Tat, ob paradiesisches Glück nicht mehr ist als Sonne, Palmen, Bars und ein paar schöne arme Mädchen. So sah es in Phuket aus, vor dem 26. Dezember. Ein Paradies, vor allem für die fernen Gäste. Vertrauen wir der Macht der Bilder. Das alte Phuket ist untergegangen. Die Menschen brauchen Hilfe, Spenden und neue, freundliche Besucher.